Eigentlich habe ich gerade Klausurphase und muss deswegen sehr, sehr viel lernen, aber ich habe mir gesagt, für Notfälle werde ich trotzdem noch Videos erstellen. Deswegen heute auf die Anfrage von Simsala Animation, ich hoffe, ich habe das so richtig gesagt, hier mal in unserem First Game eine kleine Prozedur, die ich ihm zeigen möchte und die vielleicht auch euch helfen könnte. Nämlich, wie man Animationsparameter abfragt. Wir haben ja hier unseren Animator. Wer nicht weiß, wie ich den erstellt habe, der solle sich bitte die vorherigen Videos im Unity-Tutorial angucken, hauptsächlich zur Charakteranimation und Ähnlichem. Oh. Und für diese Sache werde ich jetzt einfach mal fix hier einen, Int einsetzen. Den nennen wir AnimTest. So, und diesen werden wir jetzt verarbeiten. Zuallererst brauchen wir natürlich einen Public Animator. Animator nennen wir den jetzt einfach. So. Und jetzt müssen wir natürlich den Animator erstmal abfragen. Animator ist gleich get component animator. So. Der Animator ist natürlich einfach hier dieses Objekt, was an unserem kleinen Char hier liegt. Ups, da war weg. Und wir wollen natürlich einfach jetzt bloß abfragen, ob die Animation überhaupt läuft. Das war seine Frage. Und dafür nehmen wir einfach eine if-Bedingung. Animator.get integer hier. Und jetzt müssen wir hier den Namen des Integer eintragen. AnimTest ist gleich 0. Debug.log genau richtig. So, und wenn es natürlich nicht der Fall ist, einfach ein else debug. Ja, scheiß Java-Update. Log. Klammer auf. Was anderes. So. Das heißt, wir haben jetzt den Animator genommen und haben dem gesagt, er soll uns einen Integer-Parameter geben, der hier halt zu ihm gehört. Und dieser Integer-Parameter ist dieser Anim-Test, den wir hier eingesetzt haben. Das müssen wir natürlich noch groß schreiben. So. Und wir haben halt einfach nur die Abfrage, ob das 0 ist. Und wenn es 0 ist, dann ist es richtig. Wenn nicht, dann nicht. Und dafür werden wir jetzt einfach mal dieses Skript, so wie es ist, hier reinziehen. Ja, abgespeichert ist. Oh, da fehlt etwas. Und jetzt müssten wir das einfach nur starten. Sled. Und jetzt können wir in die Konsole gucken. Und es gibt uns natürlich aus genau richtig. Denn es ist ja natürlich halt genau der Wert, der es sein soll. Wenn wir jetzt natürlich auf 1 den setzen, dann kommt bei uns was anderes raus. Und das ist wahrscheinlich, soweit ich das verstanden habe, genau das Problem von Simsala Animation gewesen, dass er abfragen wollte, ob der Animator-Parameter auch wirklich der ist, den er halt haben möchte. Und ja, so funktioniert das Ganze. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.